komme von der neuen Mädelschule Schulstraße. Unser Projektthema lautet Holz kontra Kohle. Raphael, hatte die Kohlegewinnung für unseren Bezirk eine große Bedeutung? Eine sehr große sogar, Lisa. Im Jahre 1856 wurde durch den Zusammenschluss im kleineren Bergbauunternehmen die Graz-Köflacher Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft, kurz GKB, gegründet. Ziel des Unternehmens war es, die damals wertvolle weststeirische Braunkohle über ein weites Verkehrsgebiet zu vertreiben. 4 Jahre später begann mit der Inbetriebnahme der Bahnlinie auch der wirtschaftliche Aufschwung. Das weststeirische Braunkohlerevier hatte für die Wirtschaft unseres Landes über lange Zeit eine herausragende Bedeutung, die in ihren Glanzzeiten einige tausend Mitarbeiter beschäftigte. So wurden im Jahre 1955 insgesamt etwa 3 Millionen Tonnen gewonnen. Das waren fast 50% der gesamtösterreichischen Produktion von damals. Eine beeindruckende Zahl. Bis zum Jahr 2006 wurde die Braunkohle im Kraftwerk Ödeka-Volzberg verstromt. Kann man die Kohle überhaupt ersetzen, Michael? Heute gilt es, die massive Nutzung fossiler Energieträger wie Erdöl, Erdgas und Kohle gegen andere Energieträger wie nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen. Die Natur produziert jährlich große Mengen an Biomasse. Die Energie dafür liefert die Sonne, die in der Biomasse gespeichert wird. Das Holz trägt sehr zur Verbesserung der CO2-Bilanz bei. Biomasse ist ein CO2-neutraler Energieträger, welcher bei der Verbrennung nur so viel CO2 freisetzt, wie die Bäume oder Pflanzen während des Wachstums aus der Luft entnommen haben. Der Wald ist die bedeutendste Rohstoffquelle auch in unserem Bezirk. Wie kommt ihr darauf, Julia? Wir haben die einzelnen Gemeinden telefonisch oder per E-Mail kontaktiert, um so bestehende Biomassenheizwerke ermittelt. Weiteres haben wir Erhebungsdaten von Frau Felix Tschichi und der Landwirtschaftskammer erhalten. Auf unserer Bezirkskarte kann man sehen, dass der Bezirk ein sehr hohes Energiepotenzial hat. Wir haben die Bezirkskarte in 4 Farbgruppen eingeteilt, nämlich in sehr hohes Energiepotenzial, hohem Energiepotenzial, mittleren Energiepotenzial und geringen Energiepotenzial. Was habt ihr mit diesen Fakten angefangen, Jan? Also wir haben folgende Berechnungen angestellt. Im Bezirk Volzberg haben wir 37.600 Hektar Waldfläche. Abzüglich der nicht nutzbaren Waldfläche verbleiben immer noch 31.000 Hektar. Der durchschnittliche Holzzuwachs im Bezirk Volzberg beträgt ca. 12 Festmeter Holz pro Jahr. Dies ergibt eine Menge von 372.000 Festmetern. Entnimmt man dieser Menge 50% als sogenanntes Wertholz, verbleiben immer noch 186.000 Festmeter. Ein Neubau oder ein gut isoliertes Haus benötigt ca. 12 Festmeter Holz pro Jahr. Mit dieser Menge könnte man theoretisch 15.500 Einfamilienhäuser mit Wärmeenergie versorgen. Unser Bezirk hat etwa 52.000 Einwohner. Und wenn 4 Personen in einem Haushalt wohnen, wären es genau 13.000 Häuser. So könnten theoretisch sogar mehr Häuser als im Bezirk angenommen mit Wärme versorgt werden. Es sollte daher unbedingt diese Energienutzung stark gefördert werden und es wäre für sehr viele ein Arbeitsplatz im Bezirk.